Hallo und herzlich willkommen zu meiner ersten Aufnahme eines Tutorials. Heute zeige ich euch, wie man einen TS3 Musikbot von sich selber erstellt. Ich bin nicht alleine. Ich habe noch den Caleb hier. Jo, hallöchen Leute, der Caleb und ich freue mich, dass ich jetzt heute auch mitmache und ja. Ja, ich werde mit Ines, ich werde Ines erklären, wie man das macht und euch. Er nimmt es nebenbei mit auf und veröffentlicht es auf seinem Kanal. Ich bin nämlich der Flobby, der Yoshi von Flobby LP. Ja, und er ist Caleb von Caleb LP, glaube ja, ich. Klar. Ja, ich werde auf jeden Fall ihn verlinken in meiner Beschreibung. Ja, und ich ihn natürlich auch. Genau. Dann fangen wir mal an. Als erstes brauchen wir den VB-Kabel-Driver. Den kriegen, oder Audio-Video-Kabel-Driver. Den kriegen wir auf dieser Seite hier. Genau. Da müssen wir halt ein bisschen runter scrollen. Also das ist hier ganz oben. So öffnet ihr auch die Seite. Ich werde die Seiten dann auch in der Beschreibung verlinken. Caleb bestimmt auch. Ja, klar, auf jeden Fall. Ja, ihr müsst halt dann erst ein bisschen runter scrollen. Dann seht ihr hier das hier. Genau. Wird halt nochmal kurz erklärt, was das ist, denke ich mal. Ja, ihr klickt dann hier auf Download, dann öffnet sich das hier, geht auf klickt auf Datei speichern. Das Genau, würde ich ich hatte am bei mir schon besten. runtergeladen. Genau, ich auch. Ich würde am besten eine Datei speichern machen, weil, falls ihr mal einen Fehler gemacht habt, müsst ihr das dann nochmal runterladen, habt das, weil ihr das ja nur geöffnet habt. Ja, ich habe das schon, deshalb drücke ich auf Abbrechen. Ihr müsst jetzt Rechtsklick auf den, also erstmal die WinRAR-Datei von den Download-Ordner hier, hier Download, auf den Desktop holen, drückt dann darauf Rechtsklick, entpacken nach VB Kabel Driver minus Pack 42B-. Genau. Das ist dann der Ordner hier, der hat sich dann hier schon bei mir entpackt. Ja. Ihr müsst jetzt halt das installieren. Ihr müsst jetzt am besten noch herausfinden, was ihr für ein Betriebssystem, also Bit-Betriebssystem habt, also welche Bit-Version. Wenn ihr das nicht wisst, müsst ihr auf Computer, also erstmal auf Start, Computer, also Rechtsklick, dann auf Eigenschaften, dann öffnet sich dieses Fenster hier. Hier steht Systemtyp und dann 64-Bit-Betriebssystem habe ich. Ja, ist bei mir genau das gleiche. Ja. Dann Ja, wisst wenn ihr ich. was. Ups. Möchtest du weitermachen? Ja, ich würde nur kurz sagen, wenn ihr jetzt hier in 32 habt, dann müsst ihr dann natürlich eine andere auswählen. Genau, da ist. Genau, das kann ich ja jetzt sagen. Diese Version ohne Zahl, diesen Setup, ist halt für 32. Und das mit 64, wo 64 hintersteht, ist für 64-Bit-Betriebssystem. Klickt er da Doppelklick drauf? Nee, falsch. Ah, das mache ich, diesen Fehler mache ich immer wieder. Ich muss Rechtsklick und als Administrator ausfüllen. Ja. Und dann öffnet sich das hier. Normalerweise müsste hier Install Driver stehen. Genau, da würde man jetzt draufdrücken, aber wir haben das sagen beide schon Genau, gemacht. weil ich habe sowieso von Anfang an und Ja. bei Caleb ist es, weil wir eine Fail-Aufnahme hatten. Genau. Aber Und ist ja egal. Doch. Und genau, was auch sein kann, das ist bei mir vorhin gewesen, wenn ihr jetzt auf Install Driver drückt, dass dann sozusagen, wenn keine Rückmeldung da steht, dann einfach kurz warten. Ich denke mal, das wird sich dann wieder ein. Das wird sowieso bei jedem passieren, weil das ist Genau. normal. Ihr müsst halt nur kurz warten, denn irgendwann steht dann halt Finish Installation Driver oder irgendwie sowas. Ja, wenn ihr das dann habt, müsst ihr das schließen. Den Ordner könnt ihr dann auch mitschließen. Und dann kommen wir zu den Einstellungen mit dem TS. Genau. So, Moment. Okay. Als erstes gehen wir auf Einstellung, Option. Und dann gehen wir auf Wiedergabe. Hier erstellt ihr auf Plus ein neues Profil. Das Genau. nennt ihr Musikbot. Ich habe es jetzt Tutorial. Jetzt auch gerade. Wir haben es ja davor schon mal gemacht, deswegen haben wir das noch dringender. Ja. Ja. Und dann
Bei Wiedergabe lässt ihr das so, außer dass ihr halt diese Balken hier, wo man den Sound, also die Sprachlautstärke, ganz nach unten auf minus 40 dB macht, also dass ihr gar nichts mehr hört. Auch das mit der Lautstärke des Soundpacks. So, dann Ja. drückt ihr auf Anwenden, beziehungsweise auf Apple. Ich weiß ja nicht, ob ihr es auf Englisch oder Deutsch habt. Ich habe es jetzt in dem Fall auf Deutsch, also Glücklich das auch. CS. Dann geht ihr auf Aufnahme. Erstellt nochmal ein neues Profil hier auf dieses Plus und drückt, nennt das Musikbot, wie ich das jetzt hier habe, auch oder als ich habe es jetzt auch noch als Tutorial benannt. Dann müsst ihr auf Aufnahmegerät gehen. Normalerweise ist auf Standard bzw. auf euren Mikrofon eingestellt, meistens auf Standard. Ihr müsst es aber dann wechseln auf Kabel-Output, in Klammern VB-Audio Virtual Kabel. Das müsst ihr dann so ändern. Und ihr müsst dann auf Dauersenden drücken. Alles andere, wie diese Echo-Abweichung, Echo-Dämpfung und alles, könnt ihr dann selber anstellen. Ich weiß nicht, aber wie entfernt das denn halt für den Musikbird gut ist, weil eigentlich hat es ja kein Echo. Ich sehe Letztendlich auch liegt es ja gerade. von der Musik her. Ich habe bei mir hier noch Hintergrundgeräusche entfernt, das am besten auch rausnehmen, oder? Nee, das ist ja egal, weil jetzt bei mir in dem Falle, bei meinem Musikboard, ich habe ja den Musikboard meistens immer dafür da, weil ich den Stream von Hardbass FM immer am Laufen lassen. Letztendlich kommt das an deren Mikrofonen an. Alles klar. Also die müssten dann sozusagen Hintergrundgeräusch Entfernung machen. Also ich weiß nicht, wie ihr könnt es alles rausmachen, ihr könnt es aber auch so lassen, wie es jetzt ist. Weil letztendlich kommt es eher darauf an, wie die Musik jetzt hergestellt ist, von dem, wo ihr es her habt. Also bei mir dann in dem Falle müsste der DJ, der dann gerade das Lied spielt, dann am besten immer so die Sounds bringen. Also es kommt immer von den anderen ab, von der Musik denn her, nicht von euch. Dann drückt ihr auf Anwenden. Und dann seid ihr mit dem Teil erstmal fertig. Und falls wir euch so viel labern, tut mir leid. Einfach wupp, versprochen erstmal. einfach drunter schreiben in den Kommentaren natürlich, ja, was ihr für Ideen noch habt für uns etc. Ja, genau, weil wir fangen ja jetzt, sagen wir mal, auch so erst damit an. Ach Gott, mein PC will gerade ein bisschen mich ärgern, indem sie immer wieder diese Windows-Warnung mit Farbschema macht. Wird bei euch wie gesagt nicht sein, das sind so kleine Macken, die mein PC leider Gottes immer noch haben. Ja, weil er den einfach nicht mal neu installieren wird. Er ist also das Ja, das Betriebssystem. kommt noch eines Tages. Irgendwann Eines mal. Tages so und dann hast du schon wieder einen neuen PC und machst den Let's Plays mit mir. Naja, wenn es ein neuer PC ist, dann habe ich ja. Ja, Naja, ich lasse es mal lieber. ja. Naja, Okay, egal. Wir weiter im Tutorial hier. Ihr geht Genau. halt dann auf Einstellungen wieder, Identitäten und erstellt eine neue Identität hier auf dieses Hinzufügen. Ich habe da jetzt schon eins, das habe ich Tutorial jetzt in meinem Fall genannt, bei Identität. Benennt ihr das einfach so, wie ihr das dann später dann sieht, bei der Auswahl, wie ihr denn verbinden wollt. Schreibe ich jetzt Tutorial geschrieben. Der Nickname ist dann, was die anderen Leute dann auch noch sehen. Ich habe den Tutorial-Bot genannt. Jupp, ich genauso. Ja, dann einfach auf OK drücken. Und dann. Es gibt zwei Varianten, wie ihr das jetzt machen könnt. Bei der ersten ist es einfach ganz normal verbinden. Dann müsstet ihr normalerweise das so sehen. Also normalerweise müsst ihr nee, Standard alles auf Standard sein. Serveradresse wäre leer, aber oder ihr habt da auch schon eins, ist egal. Gebt dann heute halt da eure Serveradresse ein. Dann steht dein Nickname. Um aber auf den Musikbot zu kommen, drückt ihr auf Mehr, wie ich jetzt gerade eben schon mal gemacht hatte, und drückt dann auf diese Identität, die halt der Musikbot ist. Bei mir ist es jetzt Tutorial, beziehungsweise neue Identität. Ich mache es als Tutorial, damit ihr das besser versteht. Dann seht ihr schon, bei der Identität, der Nickname hat sich gleich geändert. Beim Aufnahmeprofil, auch auf Tutorial, beziehungsweise auf Musikbot, wie ihr das jetzt so letztendlich benennt, ist euch überlassen. Ich habe es jetzt für den Beispiel als Tutorial benannt. Und dann drückt ihr in einem Super. neuen Tab Verbinden. Ach Gott, In dem wieder ersten, Windows. also in den ersten Tab
macht, ist es dann so, dass ihr euch selbst drin habt und in den zweiten Tab ist dann der Musikbot. Ja. User joined your channel. Den packt ihr dann irgendwo hin. User joined your channel. Ach, Oof. was ich vergessen habe zu sagen, bei den Optionen und Aufnahme müsst ihr das von Sprachaktivierung auf Dauersenden am besten machen. Weil wer weiß, ob das die Musik denn mal laut genug ist dafür oder nicht. Deshalb am besten immer auf Dauer senden. Bei Push und Talk wäre es, glaube ich, auch ein bisschen nervig, wenn man dauerhaft auf eine Ja, Taste drücken darf. genau. Was, wenn man mal AFK ist? Dann hat man Pech, ne? Ja, naja. Na gut. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, ob ihr ein einfaches Media Player nimmt oder sonst was, was ihr für Programme habt, wo ihr die Musik abspielt. Ich zeige es jetzt an dem Beispiel von Fubar oder Foba. Keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Aber ich habe das halt genommen, weil ich dann immer meinen Windows Media Player bzw. mein VLC nicht ständig immer zurückändern muss, falls ich irgendwann für mich selber mal Musik hören will oder weil ich hier sonst was habe. Deshalb habe ich Fubar genommen. Hier, die Seite werde ich auch verlinken, das ist die hier. Also die wird dann bei euch geöffnet sein, wenn ihr auf den Link kommt. Denn das erste hier vom 9.10.2014, da klickt ihr auf Download. Dann hier unten auch nochmal auf Fubar. Genau, latest stable Version bei mir in dem Sinne noch hier. Dann Genau. hier nochmal auf. Ja, Ups, und dann na auf gut, bei mir lädt es direkt Dateispeicher. runter. Ja, und dann auf Dateispeicher nun. Ja. So. Habt ihr jetzt doppelt runtergeladen, weil ich das eigentlich auch schon auf dem Desktop habe, aber macht natürlich jetzt nichts. Ist kein Problem. Ja, also halt öffnen ganz normal. Da braucht ihr das nicht mit einem Administrator öffnen, einfach so. Also Genau, ausführen. auf Agui, dann In Next. Portable. Portable, genau. Dann könnt ihr entscheiden, wohin ihr es wollt. Bei mir dann im Beispiel jetzt oder hier im Beispiel dann einfach auf dem Desktop. Dann auf Next, dann entscheidet ihr, ob ihr das optionale Future mit dabei haben wollt oder nicht. Ich habe es mit Na drinne gut. gelassen und dann klickt ihr So. auf Install. Ich Genau. klicke Full jetzt. Installation natürlich. Ja, Oh, nee, Moment, ich muss habe nicht jetzt sein. gerade. Muss nicht sein. Wenn ihr jetzt sozusagen sagt, Ich ihr habe jetzt gerade wollt. mal kurz hier einen Fehler gehabt. Kleinen Moment. Das liegt daran, weil ich habe es vorhin schon einmal installiert gehabt, aber sagen wir mal, ich hatte einen Fehler gemacht bei Installation und es kann gut sein, dass er deswegen jetzt hier gerade ein bisschen rummeckert. Ja, Und also wie das das. ist, also ihr müsst nicht unbedingt auf Full So haben, wird schon. weil es kann ja auch sein, dass ihr die optionalen Features rausnimmt. Dann ist es auf Genau. dem Minimum. Aber wenn ihr dann das mithaben wollt, dann auf Full. Ja, dann klickt ihr auf den Install, dann wird es installiert und dann, ja, ich drücke jetzt auf Cancel, weil ich das schon installiert habe. Genau, und wenn ihr das dann öffnet. Dann entweder steht dann, entweder öffnet ihr das gleich nach der Installation, weil er fragt euch ja ab, ob ihr das gleich starten wollt oder nicht. Jetzt in dem Falle könnt ihr das einfach starten. Genau, bei mir ist es so, dann habe ich hier halt die Möglichkeit, dass ich mir eine Color oder irgendwie sowas zu setzen, müsste aber nicht machen. Einfach auf OK oder Cancel und dann. Genau, Ja, Cancel. mein Englisch. Naja, egal, Naja. wird noch. Ja. Ja, dann klickt ihr als erstes auf Files für Preferences. Dann drückt ihr auf den Pfeil von Playback und den, damit ihr auf Output gehen könnt. Ganz oben bei Device müsste normalerweise primärer Soundtreiber stehen Genau. bzw. Lautsprecher. Kommt ganz drauf an, wie das bei euch ist. Ihr müsst dann halt da draufklicken und dann auf Cable Input gehen. Also Cable Input in Klammern VB Audio Virtual Cable. Ja, und dann einfach auf Apply, okay. Dann habt ihr es soweit. Dann fügt ihr irgendeine Musik rein. Genau, ich nehme einfach mal die hier jetzt hier. Also bei mir ist ja jetzt schon was drin. Das ist wie gesagt der Hardbass FM. Ich habe das als Musikboard für die Leute, die hier drin sind, immer. Ich kann ja jetzt mal einfach, hier seht ihr, einfach eine VLC-Datei packe ich mit da rein. So ist drinne. Und dann einfach Doppelklick drauf und dann wird schon gestartet. Dann hört ihr ja, bei mir wird es. Ja, bei mir, ich höre das selber. Er hört es Jupp, darauf man hört. bestimmt, oder? Ja, ziemlich laut sogar. Ja.
So, jetzt können wir ja bei dir mal testen. So, jetzt testen wir mal kurz. Ja. Jo, hörst du? Ja, also sicher's. Alles klar, na dann. Denn ist soweit alles eingestellt. Sehr schön. Jo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, hoffe ich Das. auch. Dann kann ich. Und falls ihr euch fragt, für welchen TS oder so wir das gemacht haben, ja, so kleine Werbung. Für uns Unser, selber. genau, Gin. Unsere Gilde von Drängprophet sozusagen. Ja. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch ja mal an uns melden. Genau. Oder auf Calebs YouTube-Seite gehen, denn da auf der Seite hat er auch nochmal ein Ach, Video stimmt. gemacht gehabt Genau. für Dragon Prophet und dann noch speziell für unsere Gilde. Wenn ihr Bock dazu habt, einfach mal den in Dragon Prophet, den Kokosnuss anschreiben oder die Tatjan oder wer hat noch Rechte einzuladen? Oh, den tut Entscheid. Ach, oder den Toad End. Genau. Ist Was? war jetzt mal. Nee, frage ich nachher. Ja, Gut. also dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend oder eine gute Nacht. Wer weiß, wann ihr das guckt. Aber Genau. haut rein und noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Und viel Spaß euch noch. Und hoffe, es hat euch gefallen. Yeah.